Einen schönen guten Tag. Und nun bitte ich Sie, meinen heutigen Gast so herzlich wie möglich zu begrüßen. Bitte kommen Sie, Wladimir Kaminan. Lieber Herr Kaminer, wir sehen uns ja so zum zweiten Mal. Sie können sich nicht mehr erinnern, Sie waren schon mal mein Gast im Deutschen Theater. Doch, ich erinnere mich ja natürlich. Aber zwischendurch haben wir uns schon beim Italiener gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Da haben wir uns auch mal gesehen, ja, dass das war. Sagen Sie mal, Sie sind 1967 in Moskau geboren worden und dort auch aufgewachsen. Wann waren Sie das letzte Mal in Moskau? Schon lange ist das hier. Vor Krim, sagt man. Also heute in Berlin sagt man vor Annexion der Krim. Da war ich mit einem Auftrag. Also ich hatte einen Film gedreht, einen Gartenfilm über die schönsten Gärten der Aufklärung. Ja. Hatte ich so eine Reihe. Und da waren auch russische, zwei russische Gärten dabei. Ja. Ja. Also es ging um Osteuropa, um osteuropäische Gärten. Und die sind natürlich, also heute heißen diese Gärten ein tschechischer, ein polnischer, ein ungarischer Garten, aber es war natürlich alles diese österreichische Monarchie früher. Ja, da wollen wir ja nicht hin zurück. Nee. Deshalb, das heißt, das Moskau von heute kennen Sie gar nicht mehr. Weil ich war im letzten Jahr in Moskau und da fiel mir auf, dass die Stadt ungeheuer sauber war. Es gab keine Alkoholiker, keine Bettler, wie man sie früher häufig sah. Und mich interessiert, wo die geblieben sind. Herr Gysi, also das ist kein gutes Zeichen, die saubere Eben. Stadt. Ja, ja, das ist. Eben. Das haben also viele, ich glaube, die saubersten Städte der Welt sind in Nordkorea oder in Usbekistan war ich neulich da. Fegten Frauen nachts diese Stadt immer wieder also aufs Neue. Das waren Sträflinge, also weibliche Sträflinge, die dann zum Saubermachen verdonnert waren. Also Sie wissen auch nicht, ob man die irgendwo woanders untergebracht hat oder was? Keine Ahnung. Wo die Alkoholiker hin sind? Ja, und die Bettler. Boah, gute Frage. Wir werden Putin fragen. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass er das weiß. Ja. Also ich glaube, wann war er das letzte Mal in Moskau spazieren? Ja, aber wissen Sie, er kann das ja weiterleiten an Leute, die es wissen. Und von denen kriegen wir dann eine falsche Auskunft. Ja. Gut. Das heißt... Die Russen, die jetzt nach Berlin kommen, beschweren sich immer wieder. Ach, so eine schmutzige Stadt. Sie vermissen ihre sauberen Straßen. Ja, naja, so schmutzig finde ich unsere Stadt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber so sauber wie Moskau ist es nicht, das stimmt, das stimmt. Sie je haben mehr Demokratie, umso mehr Müll liegt auf der Straße. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In Peking gab es eine Zeit, da lag sehr viel Müll auf den Straßen. Ja, ja, das war ja dann der freie Markt, der auch viel Müll hinterlässt. Sagen Sie mal... Aber freier Markt und Demokratie sind auf Dauer nicht zu vereinbaren. Das ist auch wieder wahr. Wir brauchen, wenn schon, den regulierten Markt. Aber lassen wir das mal weg, bevor wir jetzt tief philosophisch und ökonomisch werden. Ihre Kindheit haben Sie doch in Moskau verbracht. Erzählen Sie doch mal ein bisschen aus Ihrer Kindheit. Sie waren ja kein ganz einfacher Junge, wenn ich mich recht entsinne. Und Sie sind doch immer in Moskau aufgewachsen, stimmt das? Ja, ja. Und ich habe 23 Jahre dort verbracht. Es war eine sehr saubere Stadt schon damals. Ja. Das ist also wirklich, muss ich sagen. Und trotzdem gingen jeden zweiten Samstag die Einwohner unseres Hauses zu freiwilligem Arbeitseinsatz. Subotnik hieß das. Auf ne? den Hof, ja, und machten diese saubere Straße noch sauberer. Und sonst saßen sie zu Hause und haben, na, wie heißt das, einen passiven Protest ausgeübt in die Küche. Mhm.
Ihre Mutter sie betranken sich als Protest zum Beispiel. Oder sie boykottierten das Zeitunglesen. So. Ihre Mutter ist Übersetzerin technischer Texte. Aus oder in welche Sprache, bitte? Meine Mutter war... Ja. Meine Mutter war... Also da kann Ihre Mutter nicht setzen, aber vielleicht da irgendwo, ja. Ich habe darüber... Was hat sie übersetzt? Also aus welcher Sprache? Aus dem Englischen. Ja. Aus dem Englischen ins Russische. Meine Mutter ist jetzt 85 und seit 70 Jahren lernt sie Englisch. Sie ist auch in Berlin in einer Volkshochschule seit 23 Jahren. Und jetzt sollte eigentlich zu Ende gehen, dieses Kurs, weil die Lehrerin ging in Rente. Die Lehrerin war die jüngste von dieser ganzen Band. Sie ging in Rente, aber jetzt haben sie doch überredet, die Schule, dass sie noch ein Semester macht ab September. Es geht also weiter. Nicht zu fassen. Und ihr, wofür war sie Lehrerin? Sie hat ja auch als Lehrerin gearbeitet, ne? Meine Mutter, sie wollte eigentlich Biologie studieren, aber der Staat wollte nicht, dass sie Biologie studiert. Und deswegen ist sie im Maschinenbauinstitut gelandet und hat Festigkeitslehre, glaube ich, heißt Festigkeitslehre studiert, ja. Und dann auch später unterrichtet. Heutzutage weiß kein Mensch mehr, was Festigkeitslehre ist. Meine Mutter weiß es, aber sie sagt es nicht weiter. Ihr Vater war Ingenieur und Büroleiter für ausklappbare Pontonbrücken. Unter anderem. Hat Ihnen das imponiert, was Ihr Vater so trieb beruflich, als Sie ein Kind waren? Ich war zwei oder dreimal im Betrieb meines Vaters. Ja, das war, ich muss schon sagen, das mit ausklappbaren Brücken. Ja. Also sie haben nebenbei auch Käme produziert. Also zum Haare kämen. Ah, Kämme meinen Sie. Käme. Das ist ein schwieriges Wort. Man sagt, es gibt heute eine berühmte Theorie, eine sehr verbreitete Theorie, dass alle Produkte in der Sowjetunion einen zweiten Zweck hatten. Ja. Weil auch heute noch suchen viele, auch in meiner Generation, nach dem Sinn von der Sowjetunion, von unserer Heimat. Weil es kann ja nicht 70 Jahre für umsonst gewesen sein, also musste das irgendwas haben. Und so werden auch irgendwelche neue Sinne in die sowjetische Produktion reingedichtet. Da gibt es Geschichten ohne Ende. Zum Beispiel wird erzählt, dass alle Nudeln in der Sowjetunion vom Kaliber 7,6 waren. Damit man diese Maschinen, die normalerweise Nudeln produzierten, schnell auf Munitionsproduktion umstellen kann. Oder dass alle Töpfe, Kochtöpfe, so eine besondere Biegung hatten, damit man sie als Satellitenschüssel benutzen konnte. Oder über Kühlschränke habe ich geschrieben in meinem neuen Buch, dass das in Wahrheit eigentlich Transportmittel sind. Und was war der zweite Satz? Bei den Brücken kann ich mir noch viele Zwecke vorstellen, aber beim Kamm, was war der zweite Zweck des Kamms? Irgendeinen militärischen Zweck hatte auch diese Kammproduktion. Aber welchen genau, das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht erfahren. Weil mein Vater ist schon vor 10 Jahren gestorben. Hatten Sie Respekt vor Ihrem Vater? Mein Vater war ein sehr lustiger Mensch, also ein komplizierter, lustiger Mensch, der hat furchtbare Gedichte geschrieben. Er wollte mit so erotische Gedichte. Und hat sie immer meiner Mutter in der Küche vorgelesen, meine Mutter war am Durchdrehen. Und dann bin ich Schriftsteller geworden und dann hat er aufgehört. Und er sagte, er hatte immer wieder neue, interessante Geschäftsideen, mein Vater. Der bis zum letzten Atemzug hatte er Geschäftsideen. Er sagte, lass uns jetzt schreiben, also ich schreibe die Briefe
und tue so, als hätte ich sie dir schon immer geschrieben. Und du veröffentlichst das dann nach meinem Tod, Briefe an den Sohn. Und Honorar teilen wir 50-50. Ich sagte, Mensch, Papa, wie willst du Honorar teilen, wenn du tot bist? Nein, sagte er, ich werde ja nicht wirklich tot, sondern ich tue nur so als ob. Und dann mit dem Geld ab nach Mallorca und so. Das war's. Sagen Sie mal, hatten Ihre Eltern schon in Moskau eine Beziehung zu Kunst und Kultur und auch zur Literatur? Sind Sie da herangeführt worden als Kind oder war Ihnen Kunst und Kultur eher fern? Nein. Meine Mutter war ein sehr kulturinteressierter Mensch. Sie ging oft zu Konzerten. Das macht sie auch jetzt in Berlin. Immer ist sie fast jede Woche in dieser Philharmonie. Und in Moskau ging noch ins Theater, ja, sehr viel. Sie war ein großer Fan, oder ist auch ein großer Fan von russischem Ballett. Da wurden Sie auch mitgenommen als Kind schon? Nee, ich war da gar nicht so. Ich hatte ganz andere Interessen als Kind. Hm. Und meine Mutter stand nächtelang da vor diesem Bolschoi-Theater, um eine Karte dann zu ergattern. Und mein Vater hatte diese Leidenschaft nicht, nur in Stunden der Verzweiflung schrieb er Briefe an seinen Lieblingsdichter Jewgeni Jewtuschenko, der jetzt vor kurzem gestorben ist in Amerika. Alle großen russischen Patrioten. Also die hat er wirklich hingeschickt, die Briefe. Die hat er nicht nur fiktiv geschrieben, sondern die hat er wirklich an Jewtuschenko geschickt, ja? Ja. Ja. Er erwartete Hilfe von diesem Dichter. Jewtuschenko hat also unter anderem auch so romantische Gedichte geschrieben über sozialistische Baustellen in Sibirien, weit weg von großen Städten. Und mein Vater wollte dahin. Und er dachte, Jewtuschenko kann ihn dorthin bringen. Und er schrieb ihm, seinem Lieblingsdichter, ich würde so gern alles hier zum Teufel schicken und mit ihnen zusammen nach Sibirien ziehen, um mit der ganzen Kraft. Aber der hat ihm nie geantwortet. Sagen Sie mal, warum und wie ist eigentlich Ihre Familie über die ganze Welt verstreut? Sie haben ja in sehr vielen Ländern Verwandte. Ja, ich finde auch immer wieder neue Verwandte. Das ist irgendwann mal hatte ich jetzt in Kroatien. Einmal meldet sich ein Junge, so Mitte 30, aus Israel und sagt, ja, wir sind verwandt. Ich recherchiere jetzt über, wie heißt das, diese gynäkologische, Stammbaum, genau. Ja. Ich recherchiere über den Stammbaum. Wollen Sie mehr wissen über Ihre Verwandte? Er sagte, ja, klar. Und dann schickt er mir 1, 2, 3, 5, 10 E-Mails. Plötzlich ist halb Israel mit mir verwandt. Ich sagte, stopp, reicht, danke. Also, das war sehr interessant. Dann habe ich in Kroatien einen aus Wien kennengelernt. Ich kenne ein paar Kaminer. Ich arbeite dort in so einem jüdischen Archiv. Bei irgendeiner Organisation, die alle alten Adressen von ermordeten oder verstorbenen Juden, Wiener Juden, dann hat. Willst du denn nicht, fragte er mich, nach deiner Verwandtschaft suchen? Dachte ich auch. Ja, warum nicht? Und plötzlich habe ich jetzt halb Wien auch noch. Haben Sie auch in den USA Verwandte? Ja, eine Menge. Eben. Na gut, lassen wir das jetzt das mal. Das liegt, ich glaube, an der Geschichte des jüdischen Volkes, dass ja. Er sich so... wollte ich doch nur hören. Ja, ja. Meine Vorfahren waren Kaminbauer, denke ich. Wir sind... Nein? Also meine Theorie ist, dass sie damals diese 40 Jahre durch die Wüste, aus dem Ägypten quasi, ja. Durch die Wüste hin und her geführt wurden von ihren Häuptlingen, damit der letzte Gedanke an Sklaverei quasi verloren geht. Damit sie als freies Volk aus der Wüste wieder rauskommen.
Und das hat auch geklappt. Der Gedanke der Sklaverei war weg, aber der Gedanke der Wüste war da. Also an den heißen Sand. Und deswegen froren diese Menschen dann überall, wo sie waren. Sie froren und bauten Kamine. Na, dazu muss man wissen. Sie froren in Wien, sie froren in Rumänien, in der Ukraine. Es reicht ja, eine Familie, die trägt ja den Namen weiter. Hier hat die Polizei, weil die Juden sich keine Nachnamen gaben, die ja auch festgelegt. Wenn sie fair waren, sind sie die Farben durchgegangen oder den Beruf. Und wenn sie unfair waren, haben sie sich sonst was einfallen lassen. Wie dem auch sei, wie brachten Sie eigentlich Ihre Lehrerinnen und Lehrer zur Verzweiflung? In der Schule? Ja. Ich sag mal das Stichwort Lügengeschichten. Ich hatte also genau die gleiche Meinung über die Lehrer, dass sie uns Lügengeschichten erzählen eigentlich. Das war ja alles eine total auf eine Hirnwäsche. Ich muss sagen, Herr Gysi, ich hatte ja auch in Berlin die gleiche Erfahrung gemacht, als meine Kinder noch beide zur Schule gingen. Das Hauptproblem in jeder Schule sind die Lehrer. Nicht die Schule, das ist wirklich. Die Lehrer, weil sie, die Schulen sind flexibel. Sie können sich überreden lassen, sie können sich ändern. Und ein Lehrer, wenn er schon einmal sich etwas in den Kopf gesetzt hat, er bleibt dann so. Trotzdem erzählen Sie mal eine Lügengeschichte, die Sie erzählt haben, mit der Sie aufflogen an der Schule. Ich glaube, Sie meinen das Gedicht von Majakowski. Hm? Ich habe einmal mit einem selbstgeschriebenen Gedicht bei einem Majakowski-Wettbewerb habe ich teilgenommen. Also er hat aber so getan, als ob es ein Gedicht von Majakowski ist, obwohl er es selbst geschrieben hatte, ja? Und? Ja, ja. Aber es ist ich glaube, es ist nicht schwer, wie Majakowski zu schreiben. Trotzdem haben Sie mich entlarvt, ich weiß nicht. Aber Sie müssen mal sagen, wie oft Sie erstmal erfolgreich waren. Ich glaube, dreimal oder so. Mit Majakowski? Ja, also erst wurde es geglaubt, es sei von Majakowski, oder zwei, dreimal wurde es geglaubt, ne? Und dann erst beim vierten Wettbewerb flog es auf. Ich glaube, die Vertrauensfrage war bereits in der Sowjetunion eine ungelöste Frage. Also niemand glaubte irgendwas. Aber alle taten so, als ob. Als ob sie glauben würden. Deswegen haben sie einfach nicht, also vielleicht ist das Majakowski, vielleicht nicht. Also lieber reden wir nicht darüber. So sagt man. Und diese Vertrauensfrage, das bleibt auch die verdammte Frage des russischen Lebens, des russischen Seins, dass niemand jemandem vertraut. Und ohne Vertrauen gibt es ja, kann man gar nicht, man kann weder eine Familie gründen, noch Geschäfte machen, noch, ich weiß nicht, ein politisches System ändern. Man kann nicht mal einen Präsidenten abwählen, ohne Vertrauen, ja, zwischen dem politischen Personal und dem Volk. Sagen Sie, Sie waren dann Leistungssportler im Rudern, stimmt das? Wir waren alle Leistungssportler. Ich bin am Olympischen Objekt aufgewachsen, direkt vor meinem Haus, wo wir eben diesen sozialistischen freiwilligen Arbeitseinsatz hatten. Direkt vor diesem Haus war ein Ruderkanal gebaut worden, zu Olympischen Spielen 1980, die boykottiert wurden von aller Welt. Also nicht von A, aber von vielen. Ja, wollte ich gerade sagen, die DDR war dort. Die DDR war dort. Ich kann mich gut daran erinnern. Ja. Kanada, glaube ich, war sogar. Israel war da. Schweden war auch da. Ja, Schweden. Schweden? Hm. Und so sind wir Kinder dann zum Rudern. Wurden Sie da gedopt? Nee. Also ich war kein, also mit 16, glaube ich, hatte ich aufgehört, weil sonst musste ich zu einer Sportschule gehen, also das richtig zum Beruf machen. Und das wollte ich nicht. Ja. Haben Sie immer noch Oberarme wie Schenkel durch das Rudern? Nein, das war Kajak, das war nicht das Akademische, sondern so. Ja. Das ist ja nicht ganz so anstrengend, ne, wie Rudern.
Ich habe keine Ahnung. Ja, also da hat man, glaube ich, bis 25 Kilo auf Wasser, ja. Und bei diesem akademischen Stil, da sind, glaube ich, 50 bis 70 Kilo. Hatten wir. Mit 14 Jahren haben Sie die Schule abgebrochen. Was sagten Ihre Eltern dazu? Na, ich wurde nicht genommen einfach in die 9. Klasse. Ich hatte diese Schule auch weitergemacht. Das war nicht das Problem. Die Lehrer wollten nicht. Und trotzdem, Ihre Eltern waren die ein bisschen verzweifelt? Mein Vater hat mir geholfen. Meine Idee war, ich dachte, toll, Mensch, jetzt habe ich so eine Bescheinigung, dass ich diese 8 Klassen hinter mir habe. Mit dieser Bescheinigung wollte ich vom Staatsradar verschwinden. Ein paralleles Leben jenseits vom Staat. Damals war das möglich. Diese Sowjetunion war gar nicht so, war überhaupt nicht so flach und durchsichtig wie die heutige Russische Föderation. Es war ein kompliziertes, eine ganze Welt war das, mit ganz vielen Parallelwelten. Also Sie wollten. Aber der Staat hat mich gefunden. Ja. Also ich frage trotzdem nochmal, waren Ihre Eltern verzweifelt oder nicht? Oder wollen Sie das nur nicht zugeben? Ich glaube, Hand aufs Herz, meine Eltern hatten sich nie über meine Karriere gekümmert. Oder sie haben nicht gedacht, dass aus mir irgendwas wird. So. Deswegen, es ging um pures Überleben. So. Gut, dann und mein Vater hat mir geholfen, der hat es organisiert, dass ich in diese Theaterschule genommen wurde. Ja. Liebten Sie damals schon Schriftsteller und hatten Sie damals schon einen Lieblingsschriftsteller? Ja, naja, nur welchen? Kurt Vonnegut. Hat mich sehr, er wurde sehr gut übersetzt. Komischerweise habe ich dann später im Original und auf Deutsch Kurt Vonnegut gelesen, war nicht so gut wie der russische Vonnegut. Also der russische Vonnegut war, glaube ich, besser als Original. Ja. Haben Sie heute einen Lieblingsschriftsteller? Außer sich selbst? Nein. Zurzeit lese ich ein ganz tolles Buch von Loos, Adolf Loos, ein österreichischer Architekt. Das ist ein sehr lustiger Typ. Ich war vor kurzem in Wien und habe mich eben mit dieser Architektur zum ersten Mal auseinandergesetzt. Und dieser Mann, der kämpfte gegen Ornamente in jeder Hinsicht. Ornamente sei als etwas Abnormales. Das, was diese Loos über tätowierte Menschen damals geschrieben hat, der hätte dafür heute, glaube ich, im Knast wäre gegangen. So. Und diese ganze, er hatte kein Vertrauen an nichts, er hatte nie ein Konto bei der Bank und immer wenn seine Frau, der hatte immer mal eine andere, aber alle seine Frauen fragten ihn, wo er sein Geld hat eigentlich. Und er sagte, ja, also wenn ich Geld brauche, dann hole ich das, weil mir schulden sehr viele Geld. Wer denn schuldet dir, Frank? Er sagt, die ganze Welt schuldet mir Geld. Also sehr ein angenehmer Mensch. Sie wurden dann Soldat in den sowjetischen Streitkräften und saßen in einer Raketenstellung vor Moskau. Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie dort, als Matthias Rust auf dem Roten Platz landete. Wie erging es Ihnen denn? Jedes Jahr werde ich nach dieser Geschichte gefragt. Ja. Auch jetzt. Weil das ein Jubiläum ist. 2017, das sind 30 Jahre. Direkt vor 30 Jahren. Ja, erzählen Sie mal, was in Ihrer Stellung los war, nachdem der gelandet war. Ich war 86, 88. Und wieso haben Sie das nicht mitgekriegt? Doch, natürlich haben wir das mitgekriegt. Es gab sehr viele kleine Flugzeuge ohne Funkgeräte, die da hin und her flogen. Man konnte ja nicht jedes abschießen gleich. Mhm. Und,
Und niemand wollte, das ist eben die Vertrauensfrage, niemand wollte die Verantwortung auch übernehmen. Und hat aber also schön weiter berichtet, ja, möglicherweise ist das ein Flugzeug, vielleicht aber auch nicht. Und weil niemand glaubte an irgendwas, landete diese Friedenstaube aus Wedel in Moskau vor dem Roten Platz auf einer Brücke. Ja. Und dadurch wurde mein zweites Armeejahr total versaut, weil im zweiten Jahr war bei uns traditionell dann, also das erste Jahr in der Armee war zum Arbeiten und das zweite Jahr zum Schlafen gedacht. Und so hatten wir schon mit Kopfkissen da gestanden, ja, und dann kam Rust. Und wir wurden alle in den Bus gesetzt und dreimal um Moskau herumgefahren. Das hieß die hundertprozentige Erneuerung der Raketenabwehr. Ja, genau. Obwohl wir an der gleichen Stelle dann ausgestiegen sind, wo wir früher waren. Ist ein Vorgesetzter von Ihnen rausgeflogen? Oder mehrere? Einer hat sich wohl umgebracht sogar. Also hat sich in den Kopf geschossen, aber nicht bei uns, sondern... Zemtschuk, in der Zentrale, im Bunker, schon in Moskau quasi, fast schon. Da waren unsere Chefs. Sie wurden dann ausgebildet zum Toningenieur und wechselten während des Studiums zur Dramaturgie. Wieso wechselt man von einem Toningenieur zur Dramaturgie und wie geht das überhaupt? Theater kam wie eine Krankheit dann zu mir. Ich war auf einmal, ich fieberte ja, nach diesem Theater. Das ist, glaube ich, oft so in einer unfreien Gesellschaft, wo das Leben, das alltägliche Leben eintönig ist und trist, ist die ganze Blute dieser Gesellschaft dann irgendwo in Theaterhäusern. Da, in den Kantinen von Theaterhäusern, da saßen auch bei uns die klügsten Männer und die schönsten Frauen. Da war das wahre, das wirkliche Leben. Und da wollte ich hin. Als Tontechniker hatte ich zwar in vielen Theaterhäusern gearbeitet, aber nicht in der Position, die ich mir wünschte. Ich wollte ja mitreden, am Tisch sitzen. Und deswegen habe ich zur Dramaturgie dann studiert. Sie haben als Student... Aber heute können wir Theater überhaupt nicht leiden. Also hier in Berlin ist draußen auf der Straße viel interessanter als auf jeder Bühne, finde ich. Naja, das hat sich tatsächlich geändert, die Stellung des Theaters. Das ist wahr. Ja. Aber als Student waren Sie auf vielen Partys und in Untergrundkonzerten in der Moskauer Rockszene. Da haben Sie auch gejobbt. Das erzählen Sie uns doch mal, wie kam diese Untergrundszene zustande? Wie lief da dieses Parallelleben, wie Sie sagen? In der Musik meiner Jugend waren die Texte viel wichtiger als die Musik eigentlich. In diesen Texten, ja, das war eine Protestbewegung. Das war eine Form des Protestes. Man konnte ja nicht so wie hier in Deutschland auf die Straße gehen. Also man konnte schon, aber es war mit großen Risiken verbunden. Deswegen suchten Menschen alternative Protestformen. Und so entstand sogenannte russische Rockmusik. Das war eine Protestbewegung. Ja, wo haben Sie sich getroffen? In Kellern oder... Unser Staat, der schon damals natürlich im Großen und Ganzen von Staatssicherheit ja, regiert wurde, hatte eine jesuitische Politik seinen Gegnern gegenüber. Der Staat hat versucht, immer alle diese Proteststrukturen zu doppeln. Also, wenn du etwas nicht... Damit du kein Messer in den Rücken kriegst, musst du das quasi selbst anführen und irgendwie so mitmachen. Der Staat wollte überall mitmachen. So haben sie einen Rockclub gegründet,
mit einem Stasi-Aufpasser quasi, der auch gleichzeitig Musikkritiker war, in St. Petersburg und ein Rocklaboratorium in Moskau, auch mit so einem. Und wir, es war ein natürlich also ein Spagat. Also zum einen wussten wir, dass wir ausspioniert wurden von Stadt, zum anderen aber durften wir nicht ganz auf diese Einrichtungen verzichten. Also hatten wir immer mit diesen Menschen gesprochen, wobei beide Seiten wussten, dass die andere Seite nicht die Wahrheit sagt. So. Also Vertrauensfrage. Also wir haben quasi diese Möglichkeiten benutzt, die uns vom Staat gegeben wurden, und haben gleichzeitig im Untergrund, ohne Wissen des Staates, Konzerte organisiert, in Privatwohnungen, die leer standen. Das war eine sehr spannende Parallelwelt. Bis eines Tages dann mehr Menschen kamen, als wir erwarteten. Und da flogen wir auch, weil unsere Konzerte, sie waren vielleicht für maximal 100 Leute gedacht. Und wenn dann 500 kamen zu einer solchen Wohnung, dann war der Staat alarmiert und wir flogen auf. Und dadurch bin ich eigentlich zur Armee. Die Armee war quasi eine Art Flucht nach vorne. Ja. Sie wurden dann Regisseur in einem Musiktheater, das meine von Dramaturgie, haben Sie Regie geführt in einem Musiktheater. Darf ich mal fragen, hatten Sie denn, was die Musik betrifft, da überhaupt eine ausreichende Sachkenntnis, um Regie zu führen? Regie in einem Musiktheater? Hm? Ist mir nichts bekannt darüber. Sie haben mal ein Musikstück inszeniert als Regisseur. Welches denn? Ich kläre Sie nachher auf. Wir gehen weiter. Stimmt es, dass Sie eine unabhängige Theaterwerkstatt hatten und zwar in Moskau gegründet haben? Und wie war das damals möglich, eine Werkstatt zu gründen, auch noch unabhängig? Nein. Das war keine unabhängige Theaterwerkstatt. Das war eine Einrichtung des Theaterbundes, des russischen Theaterbundes, eine staatliche Organisation mit einer Beamtenarmee obendrauf. Das war eine Zeit, wo... Waren Sie da der Chef? Ich habe... was war ich? Ich war der Hauptingenieur. Hm. Ja, von dieser Werkstatt. Ich war dafür zuständig, dass alle, also diese Theaterwerkstatt war gedacht für junge Regisseure, die sich austoben wollen, damit sie etwas Neues, etwas ausprobieren. Und das waren alles, es waren 10, 12 Gruppen, ja. Und ich war eben so für die Logistik zuständig. 10 oder 12 Gruppen, die sehr unterschiedlich, aber unglaublich interessantes Theater machten, das war schon Ende 80er. Ja, ja. Haben Sie da und alle diese Menschen sind haben große Karrieren gemacht. Die sind allerdings alle gegangen ins Ausland. Manche sind jetzt zurückgekehrt. Einer von den Mirsoev, das ist ein Kämpfer mit Regime, hat sich extrem politisiert. Nach 15 Jahren in Kanada kam er zurück und ist heute auf diesem politischen Feld ein erkennbares Gesicht. Mhm. Sagen Sie mal, wie kam es dann? Haben Sie da nur so als Ingenieur gearbeitet oder haben Sie da auch ein bisschen Regie geübt und sowas alles? Nein. Nein, habe ich nicht. Und dann 1990 waren Sie ein jüdischer Kontingentflüchtling noch in die DDR oder schon in die Bundesrepublik Deutschland? Nein, noch in die DDR, ne? Wohin sind das Sie? Das war natürlich die DDR, klar. Ja. Wie kam das zustande? Und das betraf ja die ganze Familie, ne? Das möchte ich Sie fragen. Wie kam es zustande? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass der DDR in der jüdischen Gemeinde in Berlin Mitglieder fehlten.
Das war ja nun und auch wieder unangenehm, aber deshalb hat man sie nicht geholt, das glaube ich nicht. Aus irgendeinem Grund hatte diese letzte ostdeutsche Regierung plötzlich so einen Sozialismus mit menschlichem Gesicht gezeigt und Juden aus der Sowjetunion als humanitäre Flüchtlinge Asyl gewährt. Aber es waren auch andere Leute da. Das waren nicht nur, ich erinnere mich schon damals in diesem Polizeipräsidium am Alexanderplatz, saßen alle möglichen Menschen, die Albaner saßen da auch. Und wollten in die DDR. Das heißt, Sie waren mit Ihren Eltern in die DDR gereist und haben dann hier beantragt, bleiben ohne zu können? Eltern. Sie alleine? Mit einem Freund. Und Sie haben das dann beide beantragt? Ja. Erst in der DDR? Ja. Da saßen, ich habe einmal eine lustige Geschichte, glaube ich, darüber geschrieben, dass wir keine Antwort hatten, wir mussten ja Formulare ausfüllen und hatten keine Antwort auf die Frage, warum wir jetzt ausgerechnet in Deutschland bleiben wollen und nicht in Kanada. Zum Beispiel, ja. Ja. Und niemand wusste, warum wir in Deutschland bleiben wollen. Das war quasi so die einzige Möglichkeit, überhaupt diese Sowjetunion zu verlassen. Ein älterer Mann neben mir, der neben mir saß, der schrieb in seinem Formular, er sei ein großer Fan von deutscher Kultur. Wagner und Nietzsche seien schon immer seine besten Freunde gewesen. Ohne lange zu überleben, schrieben wir das von ihm ab. Der Albaner neben mir schrieb das auch ab. In 20 Minuten hatte, ich glaube, überhaupt Wagner und Nietzsche hatten noch nie so viele Freunde gehabt zu den Zeiten, wie an diesem einen Tag im Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Und wann kamen Ihre Eltern nach, später? Meine Mutter kam, glaube ich, ein Jahr später. Und mein Vater hat noch weiter Pantonbrücken produziert, 3 Jahre. Wie viele Jahre? 2? 3 Jahre noch. Und ja, dann kam er auch, ne? Na, bis sein Betrieb geschlossen wurde. Mein Vater hat sich quasi in den Kopf gesetzt, er war ja ein Patriot. Hm. Er würde seine Familie retten und das war so seine Stellung. Also die Familie nach Deutschland schaffen, selbst irgendwie Fenster zumachen mit... Ja, genau. Mit den verschiedensten Nägeln, ja. Dann Buchweizen, 20 Kilo Buchweizen in Badewanne und keiner kann mir was anhaben. So. Aber irgendwann mal, dann war dieser Buchweizen in Badewanne auch futsch. Also schlecht geworden. Buchweizen kann man nicht sehr lange horten. Man muss irgendwie alle 6 Monate neu Buchweizen. Falls, ne, um Gottes Willen. Wie kamen Sie denn auf die Idee und wie haben Sie realisiert, eine Russendisco im Café Bürger in der Torstraße zu installieren? Wir wurden eingeladen dorthin. Es war ein... Wer ist wir? Wir, meine Frau und ich. Also Sie wurden eingeladen, ja. Von dem Inhaber oder von wem? Ja, der Inhaber war der ostdeutsche Dichter Pappenfuß. Bert Pappenfuß, der hatte damals... bitte? Mhm. Also er hatte quasi so immer mal wieder eine Kneipe, eine leerstehende Kneipe, genommen, also für wenig Geld gekauft und daraus ein Kulturzentrum gemacht, wo jeden Abend irgendwelche interessanten Veranstaltungen stattfanden. Diskussionen, Filme, Musikabende und so. Sollte eigentlich dieser Russendisco nur ein Teil des Programms sein über russische Kultur. Wir wollten Filme zeigen, haben wir auch gemacht. Oder so Bands einladen, interessante Bücher vorstellen. Aber so viele interessante Bücher gibt es auch in Russland nicht, dass man sie jede Woche irgendwie vorstellen kann. Die Disco aber ist geblieben, Disco kann man immer machen, überall.
Ich hatte jetzt letzte Nacht in Düsseldorf hatte ich Russen-Disco. Ich mache das ja noch immer. Aber das war aber sehr dann, viel im Ausland. Aber das war dann dort eine ständige Einrichtung, Ihre Russen-Disco. Ja, jetzt haben wir sowas Gott sei Dank nicht. Dafür werde ich aber mit dieser Russen-Disco ins Ausland eingeladen, um dort deutsche Kultur zu präsentieren. Ich war jetzt in Turku auf der finnischen Buchmesse, da war Deutschland Gastland und die haben mit Russen-Disco Deutschland präsentiert. Dann vor zwei Wochen hatten wir eine Disco, meine Frau und ich, gemacht in Cluj. Das ist die Hauptstadt von Transsilvanien. Da waren sehr viele sehr junge Menschen, die haben getanzt wie verrückt. Noch höher gesprungen sind sie als die Serben, als wir mal in Belgrad eine Disco hatten. Ich dachte, die geht nie zu Ende. Was machen Sie da für Musik? Ich habe mal gehört, alles Mögliche, Balalaika, Gypsy, Punk etc. Oder wie ist da die Mischung? Ja, das ist so eine Hopsi-Hopsi-Musik. Also mit Seele, mit Herzen gemacht. So. Balalaika spielt auch eine große Rolle? Balalaika, ich weiß nicht. Also Balalaika ist für mich eher so ein was ist das? Ja, also, je weiter Richtung Norden, umso weniger Saiten hat das Instrument. In Moskau, da spielen sie noch, da gibt es keinen Balalaika, da spielen sie noch irgendwie sechs Saiten, sieben Saiten sogar, Gitarre. So. Aber je nördlicher, umso weniger Saiten, so drei, dann zwei, nur eine Saite. Und ganz im Norden spielen sie Löffel. Gar keine Saiten. Warum war die Russen-Disco Ihrer Meinung nach, das meine ich jetzt mal ernsthaft, so erfolgreich? Na, weil sie etwas Neues brachte. Obwohl eigentlich sollen die Menschen ja immer gerne das hören, was sie schon immer gehört haben. Ja. Aber irgendwann mal, ich meine, wenn man sehr lange atemlos durch die Nacht läuft, will man irgendwann auch was anderes. Das kann sein. Zur Russen-Disco gibt es ein Buch, einen Kinofilm und ein aktuelles Programm von Ihnen. Und das ist das, womit Sie jetzt durch die anderen Länder reisen. Was ist ein aktuelles Programm? Nein, das ist immer die gleiche Mucke, das ist die gleiche Musik. Manchmal kommt irgendein neues Lied oder so. Gut. Aber es wird auch nichts weggeschmissen. Kann das nicht sein, dass die Menschen angezogen sind durch ihre humane und humorvolle Art, das Russische, die Russinnen und die Russen zu erklären? Dass das vielleicht gerade hier auch besonders wichtig war? Das ist gerade jetzt in der heutigen Zeit extrem kompliziert geworden. Ich hatte schon früher, musste ich ja gerade stehen für solche alles, Fragen. Das kenne ich. Aber in der, Und Sie für Weltkommunismus? Für alles. Auch für die Beschlüsse der revolutionären mongolischen Volkspartei und so, für alles hafte ich. Ja, das kenne ich. Das habe ich auch übernommen. Bloß, dass ich für die Westlinken hafte, das habe ich nicht eingesehen. Für was? Für die Westlinken. Also vor 1990. Jetzt hafte ich für Sie, ganz klar. Aber vorher doch nicht, oder? Es ist, also. Wissen Sie, dass der Frau Heugen mal zu mir gesagt hat, ja, diese Gruppen kenne ich nicht, dafür sind Sie doch zuständig. Ich sage, das war 1990. Also, ich war gerade Bürger der Bundesrepublik Deutschland geworden, aber macht ja nichts. Man hat immer eine größere Verantwortung, als man es verkraftet. Also mir fällt es leichter über die Sowjetunion oder über die DDR wahrscheinlich, ist leichter zu reden als, weil das eine abgeschlossene Geschichte ist. Sie hatte einen Anfang, ein Ende und jetzt ist genau die richtige Zeit eigentlich, darüber dann auszutauschen, sich darüber auszutauschen. Aber das, was heute in Russland passiert, ist etwas Neues. Und über das Neue ist immer sehr schwer zu sprechen. Ja. Mögen die Leute ihren Hang zur Ironie und zur Selbstironie? Ich weiß nicht, also was die Leute mögen. Also jeder mag was anderes.
Ich möchte mich jetzt nicht selbst loben, Herr Giese. Doch. Ja, finde ich auch. Also, ja, ich denke auch, besser ich als ein anderer. Ja. Es ist auch nicht das Problem. Was mich noch interessiert, ist die Zustimmung für Sie im Osten größer als im Westen oder kann man das nicht feststellen? Na, kommt darauf an, welche Themen. Zustimmung, ich glaube, im Osten, und ich bin sehr viel, gerade so in kleinen Städten, sehr viel in Sachsen unterwegs, da sind Menschen viel ernster. Also sie wissen, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit zu verarbeiten haben. Und sie sind nicht bereit, gleich darüber zu lachen. Wenn irgendwo in Köln oder jetzt in Düsseldorf lachen die Menschen noch, bevor ich überhaupt irgendwas sage, ja, sind sie im Osten natürlich viel aufmerksamer. Ja, das ist dann keine Anekdote, sondern ein Stück des eigenen Lebens. Ja. Wird denn Ihr Angebot eher von jungen Leuten angenommen oder eher von älteren oder ist das völlig gemischt? Noch ernster als die Ostdeutschen sind die Russen. Wenn viele Russen im Saal sind und zu mir kommen jetzt, also manchmal sehr viele, ich hatte jetzt in Wiesbaden, glaube ich, also die Hälfte des Publikums waren alles Russen. Und die ich was erzählte, also das ist ja neu. Ich bin ja schon sehr lange mit diesen Lesungen unterwegs, aber noch nie hatte ich so viele Russen wie in den letzten 2 Jahren. Die haben alle Deutsch gelernt, glaube ich. Interesse entwickelt für deutsche Literatur. Sie gehen zu Lesungen und hören ganz genau zu, was erzählt der Mann. Erzählt er was Schlechtes über uns, was Gutes? Wie ist der zu verstehen? Und wenn ich da Zustimmung bekomme, bin ich auch besonders froh, weil das eine Art Prüfung ist. Nochmal Jugend, Alte, sind Sie eher für die Jugend geeignet, das Publikum? Oder ist Ihr Publikum völlig durchmischt, was das Alter betrifft? Meine Tochter meinte, dass zu mir nur Altersheim kommt. So. Aber stimmt natürlich nicht. Sondern ich hatte gestern in Düsseldorf sehr junges Publikum. Es ist immer wieder anders. Mhm. Bloß nur immer, wenn meine Tochter zu einer Veranstaltung kommt, erwischt sie, ich hatte neulich in Berlin im Russischen Haus eine Veranstaltung der Volkssolidarität. Das war, muss ich sagen, echt. Da wäre meine Mutter sogar mit 85, glaube ich, die Jüngste gewesen. Ja, dann können Sie auch. Das ist eine sehr alte Organisation und ich glaube, seit der Gründung haben Sie keine neuen Mitglieder. Also, dann können Sie auch. Älter als SPD. Passen Sie auf, Herr Kaminer, da können Sie auch zu einer Parteiversammlung meiner Partei im Osten gehen. Ja? Da liege ich jetzt, glaube ich, im Durchschnitt. Ja, cool. Ja, wir sind auch etwas. Jetzt kommen. Wissen Sie, warum jetzt junge Leute zu uns kommen? Wegen der AfD. Also eine bestimmte Entwicklung löst ja immer auch eine gegenteilige Entwicklung aus. Sie sind die Alternative zur AfD von links sozusagen. Ja, die sagen, jetzt muss man was gegen die AfD tun und dazu muss man sich organisieren. Und auch wenn ihr uns nicht richtig gefällt, aber so ein bisschen und jetzt kommen wir mal zu euch. Fand ich nicht das schlechteste Zeichen. Gut, wie dem auch sei. Jetzt, was Darf mich ich interessiert... Darf ich kurz erzählen, was ja? weil ich mich jetzt gerade daran erinnert habe. In Wiesbaden, wo viele Russen waren, ja. Da kamen zu mir noch zwei Tanten, wollte ich sagen, also zwei Frauen, vom Verein Hunde retten in Russland. Und wollten Werbung machen für wir retten Hunde und Katzen. In Russland, in Tatarstan, in Kasan ist ganz gefährliche Lage, jetzt sehr prekäre Lage für Straßentiere. Hassen Sie Straßentiere? Ja, ja. Ja, sagte ich, natürlich machen Sie das. Und ich war da mit einem Kollegen, mit einem ukrainischen DJ, Janek. Und sagte, Janek, Mensch, verstehst du das? Die Deutschen retten Katzen in Tatarstan. Ja, sagte ich, das weiß man doch, die retten alle. Die Deutschen retten alle. Sie retten Schwule in Tschetschenien. Sie retten Katzen. Also Merkel hat ja mit Putin darüber gesprochen. Der sagte, ja, mal sehen, was ich tun kann.
Sie retten Katzen in Tatarstan, sie retten Flüchtlinge aus aller Welt, sie retten sogar Deutsche Bank. Retten sie auch, stand in der Zeitung. Nur ich habe so einen Notrettungsplan für Deutsche Bank. Die retten einfach alle. Die Deutschen auf Weltrettungsmission, hat er sich lustig gemacht darüber. Und dann kam diese Frau nach der Veranstaltung zu mir, diese von diesem Hunderetten, und sagten, ach, schade, dass so, wir wussten gar nicht, dass bei Ihnen so viele Russen sind. Wieso? Was haben Sie gegen Russen? Sind Russen jetzt schlechte Menschen? Nein, aber Sie retten ja keine Katzen. Da waren alles nur Deutsche, die Sie ansprachen und Interesse hatten und mitretten wollten. Aber ich frage mich, wenn Deutsche alle gerettet haben, was dann? Das wird furchtbar, weil in Deutschland überall regiert. Das müssen wir beide verhindern. Ich finde schon die Dominanz in der EU sehr problematisch, ehrlich gesagt. Aber wenn Sie die Schwulen retten, da bin ich ja noch einverstanden. Aber der Rest könnte vielleicht bleiben. Wie lange lasen Sie eigentlich einmal wöchentlich im Café Burger? Und wie kam es dazu? Und dass das auch so einen Anklang fand? Das war das erste Mal, dass Sie Texte gelesen haben, glaube ich, in Deutschland, nicht? Vorgelesen haben. Das war meine Schule, ja, als Geschichtenerzähler. Ja. Ich habe bei einer Vorlesebühne, die Reformbühne Heim und Welt, ich glaube vier Jahre ja, mitgemacht, jede Woche. Und man hatte nur 5 Minuten Zeit und nicht mal eine Minute hatte man die Aufmerksamkeit für umsonst, sondern man musste quasi gleich die Menschen mitziehen in die eigene Geschichte, sonst gingen sie an die Bar. So. Es war eine harte, aber eine sehr nützliche Schule. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja. Sie haben ja zuerst Russisch geschrieben und dann Deutsch. Seit ich hatte wann? Nie Russisch geschrieben. Seit wann? Wie? Russisch? Ich hatte mal einmal, aus Spaß habe ich ein Buch auf Russisch verfasst. Das haben sehr wenig Leute und immer wieder, wenn ich das sehe bei einem oder anderen, lese ich ein bisschen, blätter ich mein Buch und das war gut. Das heißt, Sie schreiben Deutsch? Ja, ich habe natürlich. Da stand nie zur Debatte, in welcher Sprache. Ich habe ja in Deutschland angefangen als Geschichtenerzähler und ich war von Anfang an natürlich auf breite Zuhörer- und Leserschichten interessiert. Angewiesen. Also. Und wenn Ihnen doch mal eine kleine Feinheit in der deutschen Sprache fehlen sollte, ja, ganz unwahrscheinlich, aber nur wenn, dann haben Sie einen guten Lektor? Ich benutze Google. Ja, das ist ob Google die letzte Feinheit der deutschen Sprache beherrscht. Ja, also früher hatte ich halt das noch immer, so ein rotes, sehr dickes deutsch-russisches Wörterbuch. Aber seit Google, das also. Dann müssen Sie mal mit Google den richtigen Konjunktiv üben. Verstehen Sie? Es ärgert mich, wenn die Leute sagen, wenn ich fliehen würde. Ich finde es viel schöner, wenn man sagt, wenn ich flöhe. Ja. Ist doch ein schöner Konjunktiv, ja, ne? Ja. Dann haben Sie etwas gemacht, also bei SFB und RBB, heute wöchentlich die Sendung Wladimirs Welt. Wie haben Sie solche Sendungen überhaupt bekommen? Man kann sich da nicht bewerben. Ja, ich habe mich nie beworben. Ja. Nirgendwo. Wer kam denn da zu Ihnen? Ein Produzent oder so? Welche Sendungen meinen Sie? Wladimirs Welt. Ich erinnere mich nicht mehr an diese Sendung. Ich glaube, das war noch zur Zeit, als Multikulti noch kein Schimpfwort war. Na, okay. Und man suchte nach ansprechbaren Ausländern. So. Das heißt, und auch beim ZDF Morgenmagazin hatten Sie ja auch eine Rubrik. Ja, genau. Ja. Und jetzt vor kurzem hatte ich meine letzte Sendung waren Kulturlandschaften. Das war so eine Art, so eine Mischung aus Heimatfilm und Künstlerreportage, wo wir interessante Menschen in entlegensten Regionen Deutschlands besucht haben. Da habe ich sehr. Normalerweise bin ich als Schriftsteller unterwegs. Und
in dieser Rolle sehe ich wahrscheinlich eben die gleichen Menschen. Also so kulturinteressierten Menschen. Und die anderen, die Bauern zum Beispiel, diese Kuhmenschen, wie heißen sie? Rinderzüchter heißen sie. Ja, genau. Ja, ja. Die haben, Herr Kamina, Herr Kamina. Herr Kamina, ich bin Facharbeiter für Rinderzucht. Ja. Und mein Vater hat zu mir gesagt, übrigens wegen Vätern, der hat gesagt, weißt du, dass du das DDR-Recht studierst, das kannst du vergessen, wenn du mal Asyl irgendwo beantragen musst für das DDR-Recht, interessiert sich kein Mensch. Aber als Cowboy kannst du weltweit arbeiten. Ja. Aber können Sie das wirklich? Na klar kann ich das. Ich kann melken, ich kann ausmisten, ich kann füttern und ich kann künstlich besamen. Ganz wichtig. Also ich habe nie gemolken. Aber ja, dann dürfen Sie auch nicht in die Politik gehen, wenn Sie nicht melken können. Das ist die Voraussetzung, um Steuern einzutreiben. Außerdem müssen Sie mit Hornochsen umgehen können, sonst dürfen Sie auch nicht in die Politik gehen. Glauben Sie mir, das ist die beste Voraussetzung. Ich möchte gar nicht in die Politik. Ich glaube, Politik ist eine Branche in der Krise, wie auch die Rinderzucht. Beides Krisenherde sind das. Machen Sie mich jetzt nicht depressiv. Also, aber es ist eine Herausforderung. Aber Sie haben Literaturzirkus gehabt, Kaminas Club im WDR. Was, um welche Literatur ging es denn da? Doch nicht nur um Ihre. Was für ein Club? Literaturzirkus. Es nannte sich Kaminas Club. So ungefähr. Beim WDR, Westdeutscher Rundfunk. Ja, das war ein Experiment. Er guckt immer so, dass alle denken, ich erzähle hier Mist. Nein, das stimmt, ja. Dann, Aber das sind so komische Fakten. Also wir wollten prüfen, ob es geht, längere Texte im Fernsehen vorzulesen. Und wir haben festgestellt, es geht nicht. Ihr erstes Buch, Russendisco, war ein Hit. Die Episoden von den russischen Immigranten, von Sinti und anderen, die Erzählung übrigens auch von ihrem Vater, die fand ich auch alle klasse. All das war ein Renner, aber es war für Sie ja erst der literarische Beginn. Wussten Sie schon, dass Sie weiterschreiben werden? Naja, also mir ging es eigentlich nie so sehr ums Schreiben, sondern ums Erzählen. Das mag ich. Ich verarbeite quasi das... Um zu verstehen, was passiert ist, muss man das literarisch verarbeiten, glaube ich. Zum Beispiel bei mir ist das so, ich muss das aufschreiben. Und ein aufgeschriebenes Leben bekommt eine Ordnung und eine Würze, die dieses chaotische, nicht aufgeschriebene nicht hat. So. Das stimmt. 2012 wurden die Episoden verfilmt. Wie kam es dazu? Das ist auch eine Krisenbranche, diese Filmindustrie. Ich glaube, sehr viele Drehbuchautoren haben es versucht. Ich war von Anfang an sehr skeptisch, was die Verfilmung meine Bücher betrifft, weil Film nichts mit der Realität zu tun haben darf. In einem Film dürfen die Menschen eigentlich nicht mal einfach so spazieren gehen, was sie in meinen Geschichten ständig machen. Und in einem Film, da müssen sie entweder verfolgt werden von Killern oder auf der Suche sein nach irgendeinem Schatz. Einfach so sinnlos spazieren gehen dürfen sie nicht. Deswegen haben sie sehr viele Drehbuchautoren bemüht, daraus ein Drehbuch zu machen. Sie wurden alle nach und nach entlassen von dem Produzenten. Am Ende hat er auch den Regisseur entlassen und selbst alles gemacht. Jetzt hatten Sie aber auch mal eine kleine Niederlage. 2006 eröffneten Sie den Club Rodina, das heißt die Heimat in Berlin, und den mussten Sie schon nach 4,5 Monaten wieder schließen. Warum? Warum kam da keiner hin? Na, das war aber keine Niederlage. Kirgisien, wir waren einfach zu faul,
Das weiß jeder, der, also ich kenne viele Menschen, zum Beispiel ein Freund von mir, der wollte jahrelang eine eigene Kneipe aufmachen. Und wir haben versucht, ihm diese Idee auszureden. Er ist ein Physiker von Beruf. Wir haben gesagt, Mensch, du bist doch ein Physiker. Warum zum Teufel willst du eine Kneipe? Nein, das ist so langweilig. Er wollte in seiner Vorstellung so in die Kneipe gehen, in die eigene, sich hinsetzen, einen trinken, in meine Kneipe. Und das hat er auch gemacht, aber danach, was dann? Dann musste er quasi 7 Tage die Woche von früh bis spät arbeiten. Und so war das auch mit diesem Club. Wir hatten beflügelt vom Russen-Disco-Erfolg gedacht, wir machen jetzt einen Laden auf. Aber wir können ja nicht jeden Tag Russen-Disco machen, da wird man ja kirre von. Unsere Veranstaltungen, die wir da gemacht haben, waren sehr gut besucht. Aber dazwischen war nichts. Jetzt finde ich, sollten Sie uns eine Geschichte vorlesen. Also Sie haben ja das Buch geschrieben, Meine Mutter, Ihre Katze und der Staubsauger. Und das klingt schon sehr literarisch. Und da habe ich Ihnen hier was rausgesucht, was ich finde, dass Sie uns das vorlesen können. Sie sehen, wie fleißig ich war. Und da geht es um Ihre Mutter und das Verhältnis Ihrer Mutter zur Treppe. Ich wollte Ihnen zuliebe etwas Politisches vorlesen. Später. So. Wo der Strich ist, sollten Sie anfangen. Das ist der Anfang. Ja. Meine Mutter macht alles mit, nur Treppen mag sie nicht. Und Europa besteht fast nur aus Treppen. Nach einem Sturz vor 2 Jahren ist sie noch vorsichtiger geworden und hat eine Lösung gefunden. Sie fotografiert Treppen, anstatt sie zu besteigen. So wie andere Touristen für sie selbst unerreichbare Bergspitzen knipsen, den Kilimanjaro oder Mount Everest, dokumentiert meine Mutter Treppen als unerreichbare Orte ihrer Sehnsucht. Sie hat mindestens 3 Alben volle Treppenfotos zu Hause liegen. Oft bietet sie die robusten deutschen Rentner aus ihrer Reisegruppe, die sofort hochsteigen, wenn sie irgendwo eine Treppe sehen, für sie die Stufen zu zählen. Wenn sie das nicht wollen, recherchieren sie die Zahl später im Netz. In Berlin angekommen, beschriftet sie die Fotos akribisch mit dem Namen der Treppe, ihrem Baujahr, der Stufenanzahl und so weiter. Nach den Fotoalben meiner Mutter zu urteilen, machen die Menschen in Europa nichts anderes, als irgendwelche schönen Treppen zu besteigen. Zu den Perlen in Mutters Fotosammlung gehört natürlich die berühmte spanische Treppe in Rom, 138 Stufen, die sehr rutschige und besonders nach Regen gefährliche Montmartre-Treppe, 237 Stufen. Und sogar die sogenannte Killer-Treppe von Madrid in der Nähe des Neptunplatzes, die angeblich schon mehrere Omas auf dem Gewissen hat. Von unten sieht sie nicht sonderlich gefährlich aus. Erst in der Mitte merkt der Treppensteiger, dass die Stufen immer steiler, immer höher und ihre Winkel immer steiler werden. Doch diese Erkenntnis kommt zu spät, umzukehren. Diese Treppe ist eine Falle für unvernünftige Omas, meinte meine Mutter. Sie selbst bleibt Gott sei Dank vernünftig und auf der Erde. Sie klettert niemals hoch, sie fotografiert nur. Und manchmal, wenn ich die Fotoalben meiner Mutter ansehe, denke ich, vielleicht liegt das Unglücklichsein der Menschen gerade darin, dass sie ihr Leben als ständiges Treppensteigen begreifen. Sogar im Alten Testament wird die Jakobsleiter beschrieben, die den Himmel mit der Erde verbindet. Und jeder Lebende, ob Sünder, Frommer oder Atheist, muss diese Treppe früher oder später besteigen. Nur meine Mutter wird ganz sicher nicht hochklettern. Sie wird unten stehen bleiben, ein paar Fotos machen und die Rentner, die bereits auf der Leiter sind, bitten, die Stufen zu zählen. Wenn sie nicht zurückkommen, recherchieren sie die Zahl später im Netz. Eine Viertelstunde Pause. Hier geht's weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren bei Ihrer Geschichte, Ihrer Mutter und den Treppen stehen geblieben. Ja. Ja, und nicht mal die aus dem Alten Testament wird sie besteigen. Das finde ich übrigens auch gut. Wir beide müssen da hoch, ne? Ohne mich. Sie haben geschrieben,
mein Leben im Schrebergarten. Also erstens würde mich interessieren, wie kamen Sie zu einem Schrebergarten? Zweitens würde mich interessieren, wie Ihre Freunde darauf reagierten. Und drittens würde mich interessieren, ob Sie den Schrebergarten immer noch haben. Nein, den Schrebergarten mussten wir gleich damals schon gleich abgeben, wegen Problemen mit spontaner Vegetation. Durften wir diesen Schrebergarten durften wir gar nicht behalten. Ja, da herrscht aber doch deutsche Ordnung, ich bitte ja, Sie. Ich hatte in diesem Garten, im Grunde genommen habe ich nur darüber geschrieben, die Idee für den Garten kam von meiner Frau. Sie ist die Gartenfee. Sie brauchte, oder braucht noch immer natürlich, einen Garten. Und für mich war das nur ein neues, interessantes Gebiet zur Forschung. Und so kam dieses Buch zustande, Mein Leben im Schrebergarten. Das war ein noch größerer Erfolg als Russendisco, muss ich sagen. Ja. Weil dieses Thema ist in Deutschland ungeheuer wichtig. Ja. Es gibt, in diesem Buch habe ich auch eine Theorie, ich habe entwickelt, dass es zwei Deutschlands gibt. Ein Deutschland mit Autobahnen und Straßen und Häusern. Ein Deutschland, das auf der Karte eingezeichnet ist, und ein anderes Deutschland, das auf keiner Karte zu finden sei. Das ist das Deutschland der Schrebergärten. Die sind ja auch überall. Wenn man Zug fährt, kennt man das. Gibt es eigentlich Schrebergärten auch in anderen Ländern? Dieses Buch, das in Deutschland ein großer Erfolg war, wurde logischerweise lange Zeit in keine ausländische Sprache übersetzt. Das hat mich nie gewundert, weil ich das auch für eine indeutsche Angelegenheit hielt. Und dann aber wurde das Buch doch ins Ausland verkauft. Und zwar zwei Länder haben das übersetzt. Die Finnen und die Norwegen. Die haben das auch, ja. Jetzt hatte ich in Turku bei der Buchmesse habe ich der ehemaligen finnischen Präsidentin dieses Buch signiert. Sie hatten ja auch eine Frau, die Finnen. Und sie war ein großer Fan eben. Ja. Ich habe ihr erzählt, was alles noch danach passiert ist, nachdem das Buch schon raus war. Ich habe ganz viel Rhabarberkonfitüre bekommen von ganz Deutschland. Weil ich mich da lustig gemacht habe in dem Buch über die Vorliebe der Deutschen für Rhabarber. Ich habe geschrieben, jedes Land hat eine solche Pflanze, die nur Einheimische lecker finden. Das heißt, dann waren die Leute eher gemein. Die gingen davon aus, dass ihnen Rhabarber nicht schmeckt und schickten ihn nicht. Sie haben mir geschrieben, Herr Kaminer, Sie können einfach mit Rhabarber nicht umgehen. Ja. Sie können nicht richtig diese Konfitüre kochen, probieren Sie meine, sie wird Ihnen gefallen. Ich habe das noch alles im Keller bei mir. Ich mache irgendwann mal eine Ausstellung, so Deutschland so sauer oder so. Haben Sie denn dann mal Rhabarber-Konfitüre eines anderen probiert? Nein, ich mag sie nicht. Herr Kamin. Und also diese Konfitüre mag ich nicht. Ja, schon klar. Und hatten Sie Freunde, die sich sehr gewundert haben, dass Sie doch eben da kurze Zeit einen Schrebergarten besaßen und dann sich selber einen erworben haben? Also mein DJ-Kollege Juri, der hat noch immer den Schrebergarten. Ja, aber erst hat er sich über Sie lustig gemacht. Und dann war er da mit ihrer Frau und fand das doch ganz schön. Und ja, genau. Er schickte mir noch irgendwelche SMS damals, dein Gartenzwerg ist umgefallen. weil sie da immer vorbeigekommen sind. Sie sehen, ich kenne mich in Ihrem Leben besser aus als Sie, ja? An manchen Stellen, ja. Ihr Buch Onkel Vanya kommt. Da spazieren Sie mit einem russischen Onkel nachts durch Berlin. Wie empfinden viele Russen eigentlich Berlin? Ja, sie sagen, also sehr schmutzige Straßen. Ja. Das ist diese Müllproblematik ist sehr bezeichnend, finde ich. Die Russen, also jetzt haben wir eine richtige Auswanderung. Eine Auswanderungswelle, die ganz anders ist als damals, Anfang 90er. Zuerst, jetzt meine ich die letzten 2 Jahre.
kamen sehr viele Journalisten, Freunde von mir, die gute Jobs hatten in Moskau, die beim Fernsehen oder in irgendwelchen interessanten Zeitschriften, Zeitungen gearbeitet hatten. Gut, mit dem, je mehr Druck auf Meinungs-, auf Pressefreiheit ausgeübt wird, umso mehr Menschen bleiben da ohne Job. Also gehen sie, finden sie sich bei Deutsche Welle eine Arbeit oder finden gar keine, geraten in eine Notlage. Das war nachvollziehbar, verständlich. Aber jetzt Zahntechniker-Auswanderung findet statt, weil sie festgestellt haben, diese Zahntechniker, dass sie von Berlin aus genauso gut ihre Kunden in Moskau beliefern können, als wenn sie dort sitzen. Nur, dass sie dann irgendwie ein besseres, ein europäisches Leben haben. Ein Kollege, der dann ein Labor, ein großes Labor in Berlin hat und sehr viel investiert hat in neue Technik, hat das beste Labor der Welt, würde aber wahrscheinlich allein niemals diese seine Kredite abbezahlen können. Nimmt Zahntechniker auf aus Moskau, aber nur solche, die schon Kundschaft haben, die eine gute Kundschaft haben, die können dann bei ihm arbeiten, geben ihm Teil des verdienten Geldes ab, haben ein gutes Leben und beliefern ihre Kunden in Russland. So funktioniert in der globalen Welt so eine Brücke zwischen einer Autokratie und einer demokratischen Gesellschaft. Die Russinnen und Russen, lieben die Berlin eher bei Nacht oder am Tage? Oder sowohl als auch? Sie meinen, ob man die Russen mehr so nachts trifft oder tagsüber? Ob ihnen die Nacht einfach gefällt in Berlin? Dass man sagt, da kann man viel mehr unternehmen und so weiter. In Moskau hat mir ein Gastwirt gesagt, dass er in Berlin einen Skandal findet, weil die meisten Gaststätten um eine bestimmte Uhrzeit schließen, weil man Essen nur bis 22 Uhr bekommt. Bei ihm kriegt man die ganze Nacht Essen. 24 Stunden. Ja, sie sitzt. Und das ist Weltniveau, hat er mir erklärt. Das andere kann man vergessen. Ich konnte mich schlecht wehren. Ja, man bekommt in Russland alles außer Alkohol 24 Stunden und doch nachgeschmissen irgendwie. Na, die Russen trifft man, also in den Hotels, habe ich festgestellt, kann man die Russen immer in Zigarren-Lounge finden. Da sind die Russen, bestimmte Einrichtungen ziehen bestimmte Leute an. So wie man ich weiß nicht, die Chinesen immer an der Tischtennisplatte irgendwie trifft. So sitzen die. Sie sitzen die Russen in Zigarren-Lounge und qualmen, diese gewichtige Wolken produzieren sie. Ich glaube sogar, dass alle Zigarren-Lounges Berlins einem russischen Zigarrenproduzenten gehören. Wirklich. Ihr neuestes Buch, ich habe es schon gesagt, meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger. Ihre Mutter ist da, überlegen Sie sich jetzt genau, was Sie sagen. Ist das auch eine Ehrerweisung für Ihre Mutter? Natürlich, für mich ist Literatur, wie ich schon sagte, ist eine Freikarte in die Unsterblichkeit. Da, als Mensch ist man unbeständig. Ja? Also wir haben ja ein sehr kurzes Leben und wissen nicht mal, wann es zu Ende geht. Und kaum beginnen wir nachzudenken, was eigentlich mit uns alles passiert ist, ist das schon zu Ende. Aber als Buch, muss das Buch spannend geschrieben, spannend erzählt werden, damit die nächsten Generationen auch dann Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Aber als Buch, als Geschichte bleibt man so lange, bis das Interesse da ist. Man bleibt quasi immer im Gespräch. Ja. Sie leben ja zusammen mit Ihrer Mutter und Ihrer Frau und so weiter. Meine Familie. Mutter ist zwei Stockwerke über uns. Gut.
trotzdem, was mich interessiert, ist dieses Zusammenleben in größeren Familienzusammenhängen in Russland doch noch sehr viel üblicher als in Deutschland? Ich meine, früher war das bei uns auf dem Lande auch so, Urgroßmutter, Großmutter, alles wohnte immer zusammen. Und das hat sich ja immer mehr vereinzelt, in Städten sowieso, aber auch auf dem Lande. Naja, das war ja eine Notlebensgemeinschaft. Also aus Not entstandene, man konnte gar nicht auseinanderziehen. Das war eine Wohnungsfrage. Auch auf dem Lande? Auf dem Lande, also Sie meinen jetzt in einem Dorf? Ja. Ja, heute bauen sie nebeneinander. Also heute zum Beispiel, wenn sie ein bisschen Geld haben, dann gehen die Kinder nicht weit weg jetzt von den Eltern, sondern bleiben alle auf demselben Grundstück. Ja, das hat mit den Risiken und Gefahren dieses dortigen Lebens etwas zu tun. Ich glaube, dass Lebensformen doch auch Überlebensstrategien sind. Ja. Wenn man einfach, ich glaube, in Europa, in diese Welt, ja, kommt man wahrscheinlich allein besser über die Runden. Hat dann kann effektiver, leistungsvoller, ja, dann agieren. Nicht so leidenschaftlich wahrscheinlich wie in einer Familie, aber dafür eben so Leistung statt Leidenschaft sozusagen. Und anderswo kommt man in einer Gruppe besser über die Runden. Ja. Ihre Bücher sind in 30 Sprachen übersetzt worden, also nicht jedes, aber letztlich. Darauf, finde ich, dürfen Sie stolz sein. Ich will Sie jetzt auch gar nicht fragen, ob Sie stolz sind, weil ich da eh bloß eine ironische Antwort bekomme. Aber Sie dürfen stolz sein darauf. Aber Sie haben mal einen Satz gesagt, der mich interessiert. Es gab im Sozialismus keinen Sex, da es aber trotzdem Kinder gab. Wie kamen die dann zustande? Durch Liebe. Natürlich, das ist doch eine, jetzt im Ernst, also ich habe ein Buch geschrieben, es gab keinen Sex im Sozialismus. Das ist, also der Satz kommt aus einer berühmten Fernsehsendung, das war so eine Fernsehbrücke. Ja. Wo Russen und Amerikaner einander dann falsch verstanden haben. Aber Hand aufs Herz, Herr Gysi, ja. dieser Sex ist doch von Amerikanern ausgedachte Geschichte, ja, um irgendwelche Waren zu verkaufen, irgendwelche Sexutensilien. Das, so funktionieren die Amis, ja? Dass sie etwas erfinden, also eine neue Branche, und dann dazu ganz viele Nebenprodukte. Merchandising quasi. Und natürlich haben die Menschen einander geliebt, miteinander geschlafen und Kinder gemacht, ohne diesen Sex. Ja? Ohne Utensilien und ohne den ganzen Quatsch. Ich bin für die Erklärung sehr dankbar. Das hebt auch mich in ein höheres Licht. Ja. Und die hatten sogar viel Spaß dabei. Ja. Ja. Sagen Sie mal, Sie haben ja sehr unterschiedliche deutsche Mentalitäten kennengelernt und das beschäftigt Sie ja auch. Wenn Sie jeweils einen Satz sagen, den Unterschied zwischen einem Mecklenburger, einem Schwarzwälder und einem Saarländer, was käme dabei heraus bei Ihnen? Fangen wir mit dem Mecklenburger an. Wie der ist? Ja, das ist ein... ich gieße Ihnen was ein. Das ist ein, aus meiner Sicht, ein fantastisches Bundesland. Da sind sehr wenig Menschen, ja, aber eine sehr weite Sicht. Und egal, wo man steht, man fühlt sich wie am Ende der Welt. In mir ist auch diese Mentalität. Wissen Sie, im Juni besuche ich meinen Freund, der ein Hotel leitet auf Rügen. Das heißt, er kommt aus Baden, er ist eine sehr fröhliche Natur, so ein Typ Süddeutscher. Und muss dann ständig, hat aber als Personal, hat er Mecklenburger.
Und er muss immer den Gästen erklären, nein, sagt er, der Beach Boy, der Frührentner, der Beach Boy, der ist nicht, also der hat keine Tragödie, der kann einfach, der hat eine Gesichtslähmung, der hat eine Gesichtslähmung aus der DDR-Zeit noch, also von Stasi gefoltert, deswegen guckt er so komisch. Nein, bei dem ist keine gestorben, ist alles gut. Und so, das sind so wunderschöne Geschichten dort. Ein Satz zum Schwarzwälder? Schwarzwälder? Da mache ich Disco in Lahr in 2 Wochen. Ja, sie brauchen Länge, um zum Tanzen zu kommen. Aber wenn sie dann anfangen, dann sind sie nicht mehr zu stoppen. Sie haben tolle Berge, die aber nicht zum Hochklettern, sondern zum Saufen sind. Ja. Und die Saarländer? Da war ich auch, ja. Das sind die deutschen Franzosen. Die sind schon irgendwie anders. Ja. Scharfe Würste haben sie und essen sehr viel Kartoffel. Wissen Sie, was ich festgestellt habe? Wo ich hinkomme, wirklich, wo ich hinkomme, ob nach Ecuador oder Portugal. Und ich werde von einer Deutschen abgeholt, die kommt immer aus dem Saal. Nö. Wirklich wahr. Und wenn sie alt sind, gehen sie wieder zurück. Obwohl es so klein ist. Ja, weil es so klein ist. Müssen sie raus. Die müssen raus. Ja, verstehen Sie. Und die Berliner und Berliner können Sie vergessen, die gehen nicht freiwillig in Ecuador arbeiten. Ja, also da muss aber vieles passieren. Ja. Andere Mentalität, finde ich ganz schön. Wir müssen mit der Zeit jetzt ein bisschen aufpassen, deshalb muss ich hier einiges leider ein bisschen auslassen, was mir leid tut. Aber doch eine Frage stelle ich. Wie sehr muss Ihrer Meinung nach Humor auch wehtun, damit er Wirkung erzielt? Soll man da relativ rücksichtslos sein? Nee, ich bin dafür, dass man positive Impulse setzt. Das Leben tut schon weh. Also deswegen, nein, Humor ist gerade dafür gut, dass man über die Tragödien des Lebens lachen lernt. Das ist sehr wichtig. Weil wenn man nur weint, wird jede Tragödie sofort zur Sackgasse. So kommt man nicht weiter, so kann man diese Tragödien gar nicht überwinden. Und die haben ihre komischen Seiten. Jede Tragödie hat eine komische Seite oder mehrere. Die sind tragisch, wenn man ihnen direkt in die Augen schaut. Wenn man einen Schritt zur Seite macht oder von hinten, sieht die Tragödie überhaupt nicht tragisch aus. Man muss nur den richtigen Winkel finden. Sagen Sie mal, was sind Sie für ein Typ? Wenn Sie einmal anfangen zu schreiben, können Sie dann nicht mehr aufhören? Und fällt es Ihnen schwer zu beginnen? Oder sagen Sie, nein, ich mache so jeden Tag meine 2-3 Seiten und das genügt mir auch? Oder? Na, das wäre schön, jeden Tag ein paar Stunden ja, zu schreiben. Das klappt leider nicht, weil ich, wann die Zeit nehmen? Heute zum Beispiel bin ich aus Düsseldorf gleich zu Ihnen gekommen auf diese Bühne. Danach wollte ich noch in die Sauna gehen. Ich weiß nicht, wann ich schreiben soll. Ja. Aber schön wäre es, jetzt arbeite ich an einem Buch, das nicht so wie gewöhnlich bei mir aus Kurzgeschichten besteht, sondern eine längere Reise beschreibt. Ich schreibe nämlich über Kreuzfahrten. Ja, und das ist und mir selbst gefällt das so gut, dieses Buch. Das wird so einer. Das ist wie Schrebergarten. Das war noch lustiger. das ist wirklich so, boah. Es gibt einen Film, Carmina Goes Caucasus, über ihre Familie. Gefällt Ihnen der Film? Ja, klar. Ich habe ihn doch selbst gedreht. Ja, und die Verschiedenartigkeit Ihrer Familienmitglieder wird hier aufgezeigt. Können Sie uns die mal kurz beschreiben? Also wie verschieden?
Das heißt, der Reiz besteht ja bei Ihren Filmen und bei Ihren Büchern immer darin, dass Sie bestimmte Charakterzüge so hervorheben. Also ich dachte immer, ich kenne Ihren Vater. Ja? Wenn ich den gelesen habe, hatte ich eine Beziehung zu ihm. Na, im Kaukasus, das ist eine andere, ein anderer Teil unserer Familie. Ja. Das sind die Eltern meiner Frau. Und das, ihre Familie ist das. Ja, das ist ich weiß nicht, ob das in diesem Film auch dann so rübergekommen ist. Wie wild eigentlich dort. Wie wild die Menschen und auf sich gelassen leben sie dort. Da gibt es also den Staat nicht so. Ich glaube, dass sie auch keine Steuer zahlen. Das ist, in Russland ist der Steuersatz viel kleiner als in Deutschland. Und die Menschen dort verdienen so wenig, dass es für diesen Steuerbeamten wahrscheinlich allein schon die Reise teurer würde. Dann denken sie, ach, sollen sie doch. Das ist quasi, also Menschen, die jenseits von Ölleitungen, Öl- und Gasleitungen irgendwo in der Steppe leben, haben das ist ein ganz anderes Russland. Aber erklären Sie uns doch mal dort den üblichen Tausch zwischen Haus, Boot und Wohnung. Haus, Boot und Wohnung. Spielt da Geld kaum eine Rolle? Ja, die bauen alles selbst, ja. Das mit was meinen Sie mit Boot? Da gibt es ja kein Wasser. Also Sie haben dort mal gezeigt, dass gerne, also das nur als Beispiel, tauscht man ein Haus gegen ein Boot, wenn man es irgendwo braucht, oder gegen eine Wohnung etc. Und das Geld sozusagen untergeordnet ist. Man baut alles selbst und tauscht alles miteinander. Ja, wir haben eine riesige Anzeigenwand. Das ist so wie Internet, nur offline. Ja? Da kann man wirklich Tage vor dieser Wand verbringen und was die Menschen alles tauschen. Aber das haben sie noch aus der Sowjetunion. Auch damals, man konnte ja nichts kaufen, man kann keine Wohnung kaufen, um Gottes Willen, aber man konnte tauschen. Hm? Und viele haben getauscht, ihr Leben lang haben immer getauscht. Ich kenne Menschen, die tatsächlich, also was, das waren ja solche Wohnungstausch-Geschichten, wo mehrere Familien gleich, mehrere Wohnungen dann getauscht werden mussten. Und so sind Menschen irgendwie 7, 8 Mal umgezogen und am Ende dann irgendwo auf einer verglasten Veranda gelandet und wussten nicht, wie es dazu kam eigentlich. Sagen Sie mal, Sie sind ja jüdischer Herkunft. Haben Sie Antisemitismus erlebt, und zwar sowohl in der Sowjetunion als auch in Deutschland, oder mussten Sie damit keine Erfahrung machen? Die Sowjetunion war ja ein sehr internationales Land. Wir hatten unglaublich viele Nationalitäten. Ich glaube, also allein die Sowjetunion hatte mehr Nationalitäten, als bei der UNO vertreten sind. Ja, über 100. Ja? In der Sowjetunion? Ja. Und bei der UNO? Na, da haben wir 160 Staaten, aber das sind ja nicht Nationalitäten. Ja. Das ist ja noch was auf jeden Fall. Und da stand ja bei jedem im Pass, gleich auf der ersten Seite. Und da hatte ich in der Schule zum Beispiel das Problem, dass da mehrere schon, waren 3 oder 4 Juden bei uns in der Klasse, aber nur bei mir stand es im Pass. Und da hat die Lehrerin gesagt, ja, wir sollen unsere Pässe den anderen zeigen. Und da hatten sie dann gleich daraus eine Geschichte gemacht, als wäre das etwas ganz Besonderes. Hier, Kaminer, du. Dann habe ich diese Nationalität, als ich sehr, also feindlich dem Staat gegenüberstand, nutzte ich diese jüdische Nationalität, um noch einmal auf die Straße zu gehen, dafür zu demonstrieren, dass die Ausreise für alle Juden nach Israel ermöglicht wurde, obwohl ich ja selbst überhaupt keine Lust hatte nach Israel. Und dann habe ich einmal diese Nationalität verloren.
als ich in die Armee ging, ich hatte mit einem Fähnrich direkt schon, also schon in dieser Versammlungsstelle schon ausgemacht, dass er mich nicht so weit schickt. Also nicht nach Krasnojarsk, Panzerdivision, sondern, und wir haben zweimal, sind wir mit ihm zusammen rauchen gegangen, wir haben so, wir sind Freunde geworden. So. Und dieser Fähnrich sagte, ja Mensch, ich mache dir was Schönes, du bleibst hier Raketenabwehr, 200 Kilometer von Moskau, das geht. Aber da haben wir ein Problem und komischerweise auf meiner Mappe, da, auf jeder Mappe, in diesem Armeesammelpunkt, ja, da stand die Nationalität gleich oben drauf. Da stand nur Name, also Vorname, Nachname, Nationalität, sonst nichts. Als wäre das die wichtigste Information überhaupt. Und der meinte so, aber ja, du bist Jude, das geht natürlich nicht. Na, warte mal, wir machen was. Und dann nahm er irgend so, ein Stück Gummi und so, macht das weg, bis da so ein Loch entstand. Ja? Und, ja, und schrieb da drunter, Russisch. So, jetzt. Und so war ich dann 2 Jahre Russisch und danach wieder Jüdisch. Und in Deutschland, haben Sie da Antisemitismus erlebt? Wahrscheinlich, also nein, also nicht direkt. Wahrscheinlich war das sehr versteckt. Hm? Wie finden Sie eigentlich die gegenwärtige Berichterstattung über Russland und Putin bei uns im Fernsehen und Rundfunk? Finden Sie die zu einseitig? Hat das Folgen für Sie? Niemand will was wissen. Es gibt so viele eigene Probleme hier und über, aber auch, das ist so ein schönes Land, so ein sozialer Staat, auf dem Weg zu einer neuen Europäischen Union, ja, die immer wieder irgendwie neu bestimmt sein soll. Dieses Russland mit diesem Putin, das will eigentlich kein Mensch hier wissen. Hauptsache Weltfrieden und Tschüss. Das heißt, Sie meinen, die Leute sind daran desinteressiert? Ja, absolut. Absolut. Und na, inwiefern ist das wichtig? Ja, es ist natürlich schade, dass so der tolle Nachbar, wie haben Sie das, also Balalaika und so, dass er jetzt plötzlich wie ein Wilder irgendwo in den, vom Weg der europäischen Entwicklung irgendwo in den Wald gerannt ist. Aber gut, also der wird schon seine Gründe haben, dann kommt er zurück, dann reden wir. Finden Sie die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland richtig oder falsch? Also ich sage Ihnen gleich, ich finde sie falsch. Ich auch, ja. Gut. Sanktionen stärken nur die Regierung. Ja, nicht Sanktionen immer. Bringen das verarmte Volk noch stärker hinter den Führer, der mit Recht auch den Menschen sagen kann, seht ihr, die ganze Welt ist gegen euch. Nur ich kann euch noch schützen. Nur zusammen, ich und ihr, Herr Kamina, können wir gegen die Welt. Das ist Korea, Iran, die Sanktionen. Ja, lieber Herr Kamina, sind unsere Motive auch etwas unterschiedlich? Ja, ich werde Ihnen folgende Geschichte erzählen. Der verarmt ja selbst nicht. Ja, ist mir schon klar. Sanktionen wurscht. Trotzdem, will ich Ihnen folgende Geschichte erzählen. Ich war in Bayern mit einem führenden CSU-Politiker. Da ging es auch um die Sanktionen. Und da sagte er, wir konnten nicht reaktionslos bleiben bei der Krim. Und da habe ich gesagt, war der Krieg der USA gegen den Irak völkerrechtsgemäß? Er konnte nicht Ja sagen. Und da sage ich, welche Sanktionen hat die EU gegen die USA beschlossen? Dann sagt er zu mir, hören Sie mal bis zu Ende zu, bin gleich fertig. Dann sagt er zu mir, Sie können doch nicht verlangen, dass wir die USA und Russland gleich behandeln. Daraufhin habe ich gesagt, das verlange ich nicht, aber ich verlange, dass man auf eine Völkerrechtsverletzung gleichermaßen reagiert. Und sowohl Putin als auch die Bevölkerung in Russland bekommt doch mit, dass sie bei Russland anders reagieren als bei den USA. Und das war reines CSU-Publikum, also seins. Das war das einzige Mal, dass sie für mich geklatscht haben. Das heißt, weil ich glaube, dass wir da falsch handeln und entscheiden. Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals ohne oder gegen Russland.
Wir brauchen ein anderes Verhältnis. Und dann können wir beide über Putin schimpfen, so viel wir wollen. Das sind aber zwei Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Amerikaner im Irak. Amerikaner haben ja Irak jetzt nicht geschluckt und daraus noch ein amerikanischer Staat gemacht. Viel mehr Tote. Ja, ja. Sie sind voll blöd, die Amerikaner. Ja. Sie haben eine Vorstellung, dass in jedem unfreien Land die Menschen nur davon träumen, so wie Amerikaner zu leben. Sie haben eine Vorstellung, dass alle Menschen das Gleiche wollen. Aber Menschen sind nicht gleich und die wollen nicht das Gleiche. Also versuchen sie, diese Völker zu befreien und bekommen sie dann selbst und fallen immer wieder auf die Nase. Ja, und sie weil die Menschen wollen nicht befreit werden. Sie wollen auch ein bisschen eigene wirtschaftliche Interessen durchsetzen und andere Sachen. Da kommen immer viele Motive zusammen. Das eine sind die man erzählt, und das andere ist die man so mehr im Rücken hat. Ich glaube nicht, dass ein großer wirtschaftlicher Nutzen aus diesen ganzen Löchern, die Amerikaner nach ihrer Theorie besetzt haben, dann zu ziehen ist. Ich sehe da eigentlich nur Investitionen ohne Ende. Der ganze Nahe Osten ist zerstört. Ja, wissen Sie, dass alle säkularen Staaten sind erledigt, Libyen, Syrien, Irak. Die anderen sind ja nicht säkular. Ich möchte die Amerikaner nicht in Schutz nehmen. Die Amerikaner betreiben aus meiner Sicht eine sehr kursichtige Außenpolitik. Nur dürfen sie eine solche Geschichte mit dem, was die russischen Offiziere gemacht haben, nicht vergleichen. Sie haben die Situation eines Nachbarlandes benutzt, um sehr hinterhältig, muss ich sagen, über die Grenze zu gehen, also anzugreifen. Sie haben das Parlament besetzt, sie haben die Parlamentarier unter Arrest gestellt. Das müssen Sie mir alles gar nicht erzählen, das weiß ich alles. Ich sage auch, dass die Krim völkerrechtswidrig war, aber der Krieg und ein völkerrechtswidriger Krieg kann genauso schlimm sein. Und übrigens, Kosovo war auch völkerrechtswidrig, kann ich Ihnen belegen, lasse ich aber heute. Ich will ja bloß, dass wir lernen, auf Völkerrechtsverletzungen gleich zu reagieren. Dann wird es schon ein Stückchen gerechter. Und außerdem muss man wieder lernen, das Völkerrecht zu achten. Man muss alle Tyrannen und Diktatoren in Ruhe lassen und warten, bis sie eines natürlichen Todes sterben und die Sache sich von allein erledigt. Also dann darf man mit dem König von Saudi-Arabien nicht mehr sprechen? Wissen Sie, dass 80% aller Staaten Diktaturen sind? Wie kommen Sie denn darauf, dass wir weltweit Demokratie haben? Dann darf man mit den allen nie wieder reden. Doch, man muss natürlich mit allen Gespräche werden. Das ist ja schon wieder einig. Man muss auf die Natur setzen, auf die natürlichen Gesetze, quasi, weil auf die ist Verlass. Warum machen Sie es doch nicht nur lächerlich, Herr Kamina? Warum kann man nicht überall demokratische Kräfte unterstützen? Wieso müssen wir der Hauptwaffenlieferant an Saudi-Arabien sein? Der führt gerade Krieg in Jemen. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Ja. Gut, dann sind wir uns ja doch wieder einig. Freut mich auch. Natürlich. Ja. Sagen Sie mal, wenn Sie sich jetzt über Russland und Putin äußern, ist Ihre Mutter dann mit Ihnen zufrieden oder meckert die, weil sie Angst hat, dass Ihnen was passieren könnte? Ja, sie meckert, ja. Uns hat die Schwiegermutter angerufen vor ein paar Tagen, aus dem Kaukasus, und sagte, ja, na und, seid ihr Philippen? Wir brennen alle Philippen. Mein Vater sagt, wieso, sie ist doch so eine Nazi, wieso brennt ihr alle Philippen? Aber bei uns im Fernsehen sagt man, die ist die einzige Rettung Europas. Und sagt bitte dieses Wort mit N nicht, sonst lassen Sie mich hier nicht raus, sagt die Schwiegermutter. Naja, das ist abenteuerlich, weil er sich jetzt mit Erdogan gegen die EU stellt und sie alle Kräfte unterstützen, die die EU kaputt machen wollen, auch wegen der Sanktionen. Also ich glaube, wir brauchen einen anderen Dialog. Da haben Sie völlig recht, Le Pen wäre die absolute Katastrophe gewesen, die ja zum Glück nicht eingetroffen ist. Also können wir hier dreimal auf Holz, Kopf und Bus. Es sind sehr, sehr viele, die Sie gewählt haben. Darf ich kurz eine kurze Geschichte erzählen? Ja. Wir haben also mit einem Freund, mit einem russischen Kollegen von mir, haben wir überlegt, warum die Deutschen so fest sind. Alle
mögliche Völker gehen irgendwelchen Populisten auf den Leim, ja, wählen Schurken in höchste Ämter. Und nur bei den Deutschen hält das eigentlich mit AfD, hält sich das in Grenzen, ja, bei diesen 5% und so. Na, wir waren da und schon mal grenzenlos. Deswegen, ja, ja. Und mein Freund, der jetzt innerhalb eines Jahres dreimal umgezogen ist, in Russland, Deutschland, Litauen, der sagte, er teilt alle Länder nach dem, wie alles festgeschraubt ist. Was festzuschrauben ist. Es gibt so, zum Beispiel so Russland, da ist alles so vielleicht festgeschraubt. Man lehnt sich an ein Waschbecken an und schon hast du ihn in der Hand. Das ist vielleicht ist das festgeschraubt, vielleicht auch nicht. Und der hat ein kleines Kind noch, dieser Mann. Er geht also viel auf Spielplätze. Er sagt, ja, und Schaukel auch. Also, du darfst schon dein Kind auf die Schaukel setzen, aber halte die Schaukel. Und nicht schaukeln, um Gottes Willen nicht schaukeln. Das ist, dann gibt es Länder, wo an einigen Orten tatsächlich, zum Beispiel Kinderspielplatz, festgeschraubt ist. Weil Kinder sind unser alles, unser Heiligtum. Da hört der Spaß auf, Kinderspielplatz, alles festgeschraubt, Waschbecken, naja, vielleicht so. Und zur dritten Kategorie, die dritte Gruppe heißt Deutschland. Wo alles festgeschraubt ist, aus einfachen Logik der Vernunft, weil muss. Und der sagte, mein Freund, wenn irgendwann mal ein Meteorit auf die Erde knallt, werden überall Schrauben fliegen durch die Gegend und Waschbecken und Schaukel und nur in Deutschland bleibt alles da, wo es ist, weil festgeschraubt. Ist das nicht cool? Ich fand es sehr. Haben Sie, welche Staatsbürgerschaft haben Sie jetzt eigentlich? Deutsche. Nur die deutsche? Die sowjetische habe ich noch. Jetzt im Ernst, haben Sie auch noch die russische oder nicht? Die habe ich nie beantragt. Und wenn Sie sie beantragten, bekämen Sie sie dann? Na, ich muss einen Wohnsitz haben in Russland. Aha, das fällt schon mal aus, ja. Wollen wir nicht irgendwann mal die Visumspflicht gegenseitig aufheben? Ja, das wäre natürlich... Deswegen haben auch die Russen jetzt so gehetzt gegen Eurovision und gegen die Ukraine, weil sie sich an der Stelle der Ukraine sahen natürlich. Sie haben doch die ganze Zeit davon geträumt, visumfrei nach Europa zu reisen. Jetzt bekommt das die Ukraine. Dafür haben die Russen Krim. Aber wissen Sie, wenn man visumfrei reisen kann, können auch mehr von uns hinreisen und demokratische Kräfte unterstützen. Ja, das wird jetzt sehr spannend sein mit dieser Fußball-WM, die ja in Russland stattfindet, oder? Die bauen ja Stadien ohne Ende. Die haben also das beste Stadion der Welt in St. Petersburg, das nie fertig wird. Das ist wie hier Flughafen. nur zweimal teurer. Ja? Ein riesen, und ich verstehe das nicht. Sie werden ja verlieren. Ja. Also besser, ist das nicht besser, in einem schlechten Stadion zu verlieren? Und zu sagen, okay, also das Gras war nicht so richtig. Anstatt irgendwie für Milliarden sich selbst so ein Schlachtfeld, für Milliarden sich ein Schafott zu bauen, ja? Und dort irgendwie von der ganzen Welt, Aber das ist doch keine Besonderheit von Russland. Alle Staaten, die sowas kriegen, drehen durch. Wissen Sie, ich kann mich noch erinnern, dass Willy Brandt nach Erfurt kam und mit Willy Stoph sprach. Und da wurde der ganze Bahnhof renoviert. Und der Journalist sagte, also sowas Albernes, jetzt haben wir den ganzen Bahnhof renoviert, bloß weil er da eine Minute durchgeht. Und dann fuhr Willy Stoph nach Kassel. Und derselbe Journalist berichtete, sagt, ich muss leider alles zurücknehmen, die haben den Bahnhof in Kassel auch renoviert. Also da habe ich festgestellt, dass. Ja, aber warum wollen Sie dann Fußball-WM haben, die Russen, wo sie doch nicht so gut im Fußball sind? Die hätten dann Eishockey mit Putin, der spielt ja. Die haben jetzt letzte Nacht, haben sie gegen. Und das haben sie in Primetime gezeigt, diese unglaubliche Schande, dass ein Alter, der ist ja 63, ein
Dann werden Sie mal nicht komisch, ja, ich bin 69. Ja, ja. Aber Sie spielen ja, doch kein Eishockey. Ja, ja. Also er hat sieben Tore geschossen gegen Legenden von Eishockey. Also die eine Mannschaft heißt Legenden von Eishockey und die andere Mannschaft ist Putin. Und die Legenden, Bure, also große Menschen. Ich frage mich, könnten Sie da nicht Nein sagen? Konnten Sie nicht irgendwie sich krank schreiben? Weil das so, es ist so erniedrigend, dass dieser Präsident, irgendjemand hat ihm erzählt, der kann Eishockey, ja? So langsam wie eine Schildkröte da auf dem Eis und alle Legenden sagen, oh, toll gespielt, das ist so. Tja, wir haben auch noch Trump bekommen. Musste das so kommen? Herr Kamina, wir haben auch noch Trump bekommen, es wird immer schlimmer. Ich erkläre Ihnen mal die Psyche einer Bevölkerung, die mal Weltmacht war und wieder dabei ist zu werden. Das machen wir aber alles später. Ich finde, man kann sich mit Ihnen fantastisch unterhalten. Man kann sich mit Ihnen auch fantastisch streiten. Wir können zusammen mal essen gehen. Das wird ein Vergnügen für uns beide. Zum Italiener, ja. Ja, zum Italiener. Und ich möchte, dass Sie uns noch etwas vorlesen und vorher, weil danach ist ja dann Schluss. Die Zeit haben wir schon etwas überschritten. Ich will nur sagen, Sie sind und bleiben ein toller Schriftsteller, Kolumnist, Vorleser, Vortragender und ein ironischer Satiriker. Kurzum, Sie sind all das, was Deutschland dringend benötigt. Ihnen zu Ehren habe ich eine Geschichte ausgewählt. Warten auf Kuba, genau. Zum Thema, ja? Was man sich alle bieten lassen muss im jungen Alter, ne? Ja. Ich möchte, dass diese Geschichte als Erinnerung aufgefasst wird. Ja. Wie groß einmal diese sozialistische Welt war. Ja? Unsere Geschichte ist ein Schmorgericht. Es kocht auf kleiner Flamme, damit nichts anbrennt. Und manchmal lösen sich wichtige Zusammenhänge in der Brühe der Erinnerungen auf. Niemand aus meiner Generation kann inzwischen genau sagen, wieso von allen Ländern der Welt ausgerechnet unsere Heimat als Zugpferd für die Weltrevolution auserwählt wurde und nicht Deutschland zum Beispiel. Dem edlen Ziel folgend haben unsere Väter das Land in kürzester Zeit in eine mega wichtige Weltmacht verwandelt. Als Kinder sahen wir jeden Abend im Fernsehen die Dankbarkeit der armen Völker in Afrika, die wir vom Hunger befreiten, den Enthusiasmus der asiatischen sozialistischen Republiken, Vietnam, Mongolei, China und Nordkorea, die mit uns der Weltrevolution entgegenfieberten. In Lateinamerika gewannen wir ebenfalls stetig am Boden. Die kommunistischen Parteien der europäischen Länder wuchsen und gediehen mit unserer Unterstützung. Überall auf der Welt taten wir Gutes. Wir fütterten die Hungrigen, bewaffneten die Schwachen und unterstützten die Gerechten. Wir waren die Avantgarde der Menschheit, vom revolutionären Geist auserwählt, von Marx und Lenin geleitet, um den Rest der Welt vom Joch des Kapitalismus zu befreien. Während die Kleinbürger im Westen nur allzu bereit waren, ein Leben lang für die lächerlichen Wonnen des Kapitalismus, für Würstchen und Automobilchen zu malochen, haben wir unsere ganze Kraft in den Aufbau des Sozialismus gesteckt. Wir waren so gut wie nackt und hatten oft nichts zu essen, aber wir waren glücklich. Denn das, was wir bauten, war größer als alle Konzerne zusammen und wichtiger als alle kirchlichen Paradiese. Eine gerechte, menschenwürdige Gesellschaft. Nebenbei flogen wir zu den Sternen, tanzten Ballett und sangen im Chor optimistische Lieder. Doch die Weltrevolution ließ auf sich warten. Die Flamme unseres Enthusiasmus sprang nicht wirklich über. Irgendwo in der Tiefe der marxistischen Dialektik hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen. Unsere Führung las noch einmal das Kapital durch und wurde fündig. Dort stand nämlich, die allumfassende sozialistische Weltrevolution werde erst
nach dem vollendeten Sieg des Kapitalismus auf der ganzen Welt möglich sein. Erst dann werde laut der dialektischen Lehre der Sozialismus als fortschrittlicheres System die Macht des Kapitals ablösen können. Wir mussten also so tun, als würden wir nachgeben, als wären wir dem Kapitalismus verfallen, damit die Theorie in die Praxis übergriff. Es wurde daher offiziell ein vorübergehender Kapitalismus verkündet. Die Parteisekretäre und Offiziere der Staatssicherheit waren mit der Darstellung gierige Kapitalisten beauftragt. Sie mussten die Oligarchen geben. Die Arbeiter und Bauern schlüpften wieder in die Rollen der unterdrückten Massen. Nur für kurze Zeit, verstehe sich. Sobald das Kapital sich über den ganzen Planet ausgebreitet hätte, würde die Weltrevolution kommen. Dann könnten wir die Masken wieder ablegen, beruhigte die Regierung das Volk. Die anderen vorausschauenden Genossen folgten unserem Beispiel. Die ehemals sozialistischen Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas inszenierten sich mal als mittelalterliche Islamstaaten, dem religiösen Wahn verfallen, mal als Mafia-Diktaturen, den Amerikanern unterworfen. Wann ist es endlich soweit, drängten die russischen Pseudokapitalisten. Sie litten sehr unter ihrer Rolle und fragten jeden Tag bei der Führung nach. Besonders die Offiziere der Staatssicherheit fühlten sich unwohl. Denn was konnte widerlicher sein, als die Reichen zu spielen? Wann können wir diese idiotischen Klamotten, diese ganzen Schlösser und Hubschrauber endlich vergessen und wieder zu normalen Menschen werden? Wann, fragten sie. Ein wenig Geduld, sagte die Führung. Wir warten noch auf Kuba.